Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Freunde, und ich muss jetzt noch die letzte Kiste finden. Schwungkiste. Wo könnte die sein? Aber mit den Hexersinnen sieht er die auch nicht. Hier! Hier! Wir haben sie. Alles cool? Wir haben sie, Freunde. Wer ist abgeschlossen? Wrackküste. Wir haben ein neues Rezept bekommen. So, pass mal auf. Ich gucke jetzt nochmal schnell in die Alchemie. Hier fehlen mir Zutaten. Das kann ich herstellen. Mir fehlen echt noch ein paar Zutaten. Das heißt, ich muss auch noch mal bei den Händlern gucken. Dass ich mir den ganzen Scheiß mal herstelle. Öle. Kann ich mir das noch? Verbessertes Insektoidenöl. Verbessertes Ogroidenöl. Let's go. Verfluchtenöl. Und das war es erstmal. Ja, wir brauchen hier... Hier muss ich unbedingt die Zutaten bekommen. Tränke, schwarzes Blut. Was ist das denn? Hexerblut fügt Vampiren und Nekrophagen Schaden zu, wenn sie den Hexer verwunden. Sick. Okay. Da fehlen nur noch 2, 4, 5 Tränke. Cool. Köder können wir herstellen. Aber... Achso. So. Dann habe ich das auch. Nordwind. Eine Bombe. Friert Gegner ein. Schläge bewirken bei eingefrorenen Gegnern zusätzlich. Holy shit. Holy shit. Verbesserter tanzender Stern machen wir. Verbessertes Samum. Und dann fehlt da auch nicht mehr viel. Alohol. Habe ich noch nie selber hergestellt. Okay. Blaues Mutagen. Großes blaues Mutagen. Ach, sag mal, die Zutaten fehlen. Die... Die Zeichenintensität. Warte mal, das stelle ich her, weil dann kann ich ja jetzt nochmal unter Absude gucken. Okay, da. Wo brauche ich denn das hier? Ne, kleines blaues Mutagen. Wo brauche ich denn ein großes? Scheiße, brauche ich das überhaupt nicht? Egal, ich kann ja nochmal unter Talente gucken. Also unter Charakter. So, hier nämlich könnte ich doch... Hier sind die Mutagene. Hier könnte ich zum Beispiel mehr von denen reinpacken und hätte ja dann noch mehr Vitalität. Und hier habe ich jetzt noch einen freien Platz. Aber das ist halt blöd, ne? Weil die Fertigkeiten hier sind halt schon cool. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel sagen... Das packe ich... Das entferne ich hier raus und packe da zum Beispiel das rein. Oder... Hä? Ach nein, nein, Quatsch. Ich muss eine grüne Fertigkeit da reinlegen. Ich Idiot. Eine Alchemiefertigkeit. Und das erhöht dann die Vitalität. Oder ich mache das rückgängig und packe dafür nur rote Sachen rein und mache dann ein rotes Mutagen. Und hab dafür mehr Angriffskraft. Weißt du was, das mache ich mal. Ich pack mal das. Ich entferne das nochmal und pack das jetzt alles auf die Seite. Das Landen von Treffern im Kampf erzeugt Adrenalinpunkte. Jeder Adrenalinpunkt erhöht den Waffenschaden um 10%. Pass mal auf, das packen wir jetzt einfach. Das klingt cool. Hä? Wie konnte ich das darüber packen?
Hä? Könnte ich das hier reinpacken? Ich bin so ein Trottel, das ist eine Standardfähigkeit. Lange Leitung, Freunde, es tut mir leid. So. Jetzt nochmal, pass auf, das. Was ist das hier? Das packe ich hier rein. Oh, was ist nur los mit mir? Was ist nur los mit mir? Es tut mir leid. So, pass auf, das packe ich jetzt nochmal raus. Packe dafür... Nein, das hatte ich ja schon ver... Vielleicht kann ich das jetzt nochmal skillen. Was war das hier nochmal? Erhöht die Chance auf kritische Treffer bei schnellen Angriffen um 8%. Was haben wir hier noch? Da brauche ich noch Punkte für. Erhöht die Chance auf kritische Treffer bei starken Angriffen um 4%. Pass auf, nee, dann level ich das nochmal. Halt. Fertigkeit verbessern, so. Ich kann es nochmal verbessern. Oder? Nee, 3 von 3. Packe ich das hier rein. So, dafür tausche ich jetzt hier das gegen das plus 5 Angriffskraft. Ja, ist ja wahrscheinlich egal welches, oder? So. Na, und dafür packe ich hier noch eine grüne Fertigkeit rein. Was haben wir denn hier noch? Jedes bekannte alchemistische Rezept der Stufe 1 erhöht die maximale Toxizität um 0,5. Bei eigener Vergiftung über 0 wird die Zeit automatisch verlangsamt, wenn der Gegner zu einem Konter ansetzt. Erhöht den Überdosis-Schwellenwert von 50% auf 60%. Wirkungsdauer von Tränken und Bombenschaden plus 5%. Das ist geil. Das ist geil, das erlerne ich. Also das skill ich noch. Zack. Zack. Pack mal das hier rein. Okay, I got it. I got it. Was ist das? Adrenalinpunkte gewinnt plus 1. Komm, dann level ich das auch noch. Ich hoffe, das ist jetzt clever, was ich mache, aber ey, Freunde, am Ende. So, und hier. Wirkungsdauer von Tränken und Bombenschaden. Ach, das hatte ich ja schon. Okay, was haben wir hier noch? Ah, ich kann ja gar nichts mehr leveln. Shit, okay. Ich hätte vielleicht noch eine andere Fertigkeit. Egal. Dann sind wir aber schon mal ganz gut aufgestellt. So, und jetzt hier. Pass auf, hier geht's weiter. Dann mache ich hier einfach noch ein rotes Muttergen rein. Zack. Angriffs... Oder noch mehr Vitalität. Aber ich habe ja nichts mehr. Ich habe ja nichts mehr. Nee, dann muss ich hier noch was reinpacken. So, wenn ich noch was habe. Hier, das habe ich noch. Zack. Und das war's. Nee, das habe ich noch. Zack. So. So. Freunde, es tut mir leid. Ich weiß, das ist wieder nur Ausrede, aber es ist halt wirklich so, wenn du drei Spiele hast, eine Assassin's Creed, Hogwarts Legacy und alle haben unterschiedliche Skill-Systeme und so, kann man schon mal durcheinander kommen. So. Aber. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Und ich bin hier durch, auch mit den Fragezeichen und so. Hier haben wir dann noch eine Aufgabe, aber ich gehe erstmal zurück zur Gänsemeute und berichte dem Zwerg. Diese Armee auf der anderen Flussseite. Ich muss die Dinge schnell erledigen und abreißen. So, hör mal zu. Willkommen, Meister Hexer. Ja, ich bin zurück. Ich habe deine Freunde gefunden. Ich habe den Waldschrat getötet, der die Holzfäller angegriffen hat. Und der auch. Das ist wunderbar. Großartig. Ich muss mich nach neuen Holzfällern umsehen. Aber es gibt genügend Leute, die Arbeit suchen. Aber kann ich sicher sein, dass nicht noch ein Waldschrat auftaucht? Das kann immer sein, würde ich sagen. Dann brauchst du einen Hexer. Ah, ja, ja. Du hast dir eine Belohnung verdient. Ich gehöre nicht zu denen, die gute Arbeit nicht bezahlen. Leb wohl. Gut für dich. Sonst hätte ich dir noch den Arsch versohlt. So. Nee, mit ihm rede ich kein Wort mehr.
Kriegt eine Scheiße. So, Kräuterhändler. Lass mal kurz gucken. Ich gucke, ich hab's zwar gerade gemacht gerade, aber ich gucke nochmal schnell unter Alchemie. Was fehlt mir denn noch so? Da. Zum Beispiel hier bei dem Waldschrat, ne? Da fehlt mir ein Mutagen vom alten Waldschrat. Verkauft das irgendjemand? Ist ja krass, ich kann hier für die ganzen Viecher auch noch eigene Algul-Absud. Kleines rotes Mutagen. Aber siehst du, das kann ich mir doch herstellen. Nee, das war auch unter Alchemie, ne? Tränke, wo war das? Hier, kleines, großes. Rotes Mutagen. Ach so, habe ich die nicht mehr, weil... Hä? Nee, aber... Kann ich mir ein kleines Mutagen nicht herstellen? Ist ja auch Jacke wie Hose. Guck mal, was hast du denn? Oh! Hast du was Interessantes? Hä? Hast du was Interessantes? Anscheinend nicht. Okay, machen wir weiter, Freunde. Machen wir weiter. Ja, ich bin echt am Überlegen, wo ich noch Gewinnkarten herbekommen könnte. Ja. Okay. Bevor ich weitermache, wir haben ja jetzt hier wirklich fast nur noch die Fragezeichen in Novigrad. Also hier, klar, vereinzelt immer mal noch. Aber ich würde sagen, ich kümmere mich... Wobei, ich könnte mal schnell gucken, ob ich jetzt hier das noch einsammeln kann. Weil es gab ja ein Patch vor 3 Tagen, 4 Tagen. Übrigens, Freunde, apropos Tage, in 8 Tagen kommt... das Remake von Resident Evil 4 raus und ich werde es let's playen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da am Schedart seid. Die ersten 3 Teile haben wir schon gespielt. Bis zum 24. könnt ihr die locker nachgucken. Und dann seid ihr gewappnet für den 4. Teil. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der 4. Teil, ne, da spielen wir den Leon Kennedy, den wir auch hätten im 2. Teil spielen können. Und das habe ich aber nicht gemacht. Ich habe mich für die Claire Redfield entschieden. Und der 4. Teil basiert aber so ein bisschen auf der Story, die man erlebt, wenn man mit Leon im 2. Teil spielt. So, kleines bisschen. Und das ist halt, finde ich, ein bisschen blöd gemacht. Ich weiß nicht. Also so ist es zumindest im Original gewesen. Nö. Achso, nee, das war ja die Kiste. Das ist scheiße. Ich kann, aber kann ich dann das nicht abschließen oder was? Oder habe ich hier, übersehe ich hier einfach irgendwas? Aber ich kann ja hier nicht mit interagieren, es geht ja nicht. Ich hätte vielleicht wirklich nicht zuerst die Kiste öffnen sollen. Ich hätte mir erst das Symbol angucken sollen. Oder das ist scheißegal, dass das hier noch ist. Das kann auch sein. Ne? Das ist, wenn ich die anderen Teile finde, ist die Quest abgeschlossen und so. Kann auch sein, aber... ja. So, na gut, mach mal die restlichen Fragezeichen hier noch. Wo waren die gleich? Hier oben. Das ist näher.
So, zack. Plötze! Komm. Weiter so, Plötze. Na los, Plötze! Faules Stück, du. Beweg dich. Jetzt ist es zurecht. Jetzt schimpft er zurecht. Mach doch weiter, Plötze! Junge. Komm schon, Plötze. Ui. Prost. Macht denn der hier für Yoga? Keine Zeit, keine Zeit. Versteckter Schatz. Eine alte Sumpfschrulle schon wieder. Schau dir, was du zu bieten hast. Scheiße. Scheiße. So, eine zerknüllte Notiz. Ich habe immer gesagt, dass Muski was auf dem Kasten hat. Er versteht mehr Worte als so mancher Mensch. Er kann alle möglichen Tricks. Sitzen, rollen und wenn man ihm einen Speckstreifen gibt, schüttelt er einem sogar die Hand. Aber heute hat er sich selbst übertroffen. Muski kam vom Feld angerannt und hatte etwas im Maul. Ich dachte zuerst, es wäre ein Hase, mit dem wir einen leckeren Eintopf kochen und dessen Fell wir verkaufen könnten. Aber es war kein Hase, sondern ein Sack. Er war blutgetränkt. Kein Wunder also, dass Muski ihn aufgestöbert hat. Ich schaute hinein und darin fand ich einen Schlüssel. Er war klein und voller Gravuren und Verzierungen. Er sah aus, als würde er zu einer Truhe oder einem Kästchen passen. Ich dachte mir, vielleicht liegt hier irgendwo ein Schatz versteckt, zu dem dieser Schlüssel gehört. Ich werde losgehen und mich einmal umsehen. Und wenn ich ihn finde, das schwöre ich bei Melitele. Melitele kriegt Muski bis zum Ende seiner Tage bestes Kalbfleisch zu fressen. Nur das Blut auf dem Sack bereitet mir etwas Sorgen, aber ich nehme einen dicken Knüppel mit, damit ich allem, was aus dem Gebüsch kommt, eins überbraten kann. Ich sage immer, man lebt nur einmal, also sollte man hier und da ein Risiko eingehen. So, das war dann wohl nix. Wurde von der alten Schrulle platt gemacht. Hey, zieh's Schwert, Geralt. Zack. La. Das haben wir. Weiter im Text. So, wir müssen. Ach komm, dann nehme ich das Boot. Sollte ich vielleicht erst die ganzen, bevor ich jetzt hier wieder zu jedem Ort hin. Ich gucke mir erstmal die Anschlagbretter an, Freunde. Weil ich glaube nicht, dass wir hier nochmal überall hin müssen. Ja, ich mache das mal so. Ich hole mir erstmal die ganzen Aufträge noch. Na. Hey. Ordnung muss sein. Oh, Alter. Der Wind heult. Nee. Das ist nur der Mageninhalt, der hier heult. So. Monster in den Scherben. Hey, Hübscher. Hey. Das haben wir eingesammelt. Dann hier. Geht's weiter. Was muss ich tun? Rette mich. Ich sterbe. Ordnung muss sein. Ah, das schöne Novigrad, Junge. Ehrlich sieht das hier auch aus, ne? Wobei ich sagen muss, Ochsenfurt fand ich sogar ein bisschen schöner, aber es ist auch gerade Nacht, ne? Ich könnte ja mal meditieren und mir das Ganze bei Tag angucken. Machen wir mal so schön um 10 Uhr. Ich glaube, ich habe was Schlechtes gegessen. Okay, da ist doch sehr schön hier. Ist doch schön hier. War wirklich die Nacht. Na, glaube ich, das Mikro mal ein bisschen herholen. So. Was ist denn das für ein schöner Platz hier?
aufrichtige Entschuldigung. Das Beste. Ich habe ihn angerempelt, aber okay. Eins zum Preis von zwei. So, zack, 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 zack. Dankeschön. Oh, da war gar kein Auftrag dabei. Okay. So. Haben wir das eingesammelt? Dann ist hier noch was. Guck mal, habe ich jetzt hier vielleicht irgendwo. Guck mal hier. Ich habe jetzt nämlich hier ein Erzdorf. Ach nee. Das ist immer noch Gwind. Ey, Freunde, wir haben hier gut aufgeräumt. Wir haben hier gut aufgeräumt. So, dann muss ich hier nochmal. Am besten so. Verzeihung. Bist du ein Zauberer? Ich habe mich gerade nochmal geräuspert, liebe Freunde. Das aber stehen die gemutet. Dinge in Wählen wirklich so schlecht? Ich hab das ja nicht hier ins Öhrchen husten. So. Plötzlich. Let's go. Da muss mein. Was ist denn los? Freunde, meine Stimme ist gerade richtig am Abkacken. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich darf, glaube ich, nicht weiter räuspern. Es kratzt nämlich schon ein bisschen. Streitlos, schneller. Hey, weg da! Was ist hier los? Ich komme hier nicht durch. Du wirst erstarren an drei Pfund Stahl. Okay, nee, das geht nicht. Ich muss sagen, ne, Spiel ist super geil. Scheiße. Nur auf Plötze zu reiten ist echt ein Kampf. Ist echt ein Kampf. Die sieben Katzen. Gebrauchte Wiege ohne Gebrauchsspuren gesucht. Eleganter Hochzeitsbegleiter gesucht. Tausche defekten Topf gegen Wagen. Wer schreibt sowas? Du suchst einen Hexer? Jemanden, der ein Monster tötet. Hexer wäre nicht verkehrt. Monster? Was für eins? Groß, böse, hässlich. Hockt in der Kanalisation. Wenn du Interesse hast, geh zum Garin-Anwesen und frag nach Olgierd von Everreck. Der ist der Auftraggeber. Machen wir. Alles klar. Ich nehme mal alles mit. So. Bist du der Irre, der die Könige abgemurkst hat? Hier haben wir wieder eine Wirtin. Spielst du gewinnt? Willkommen bei Zu den sieben Katzen, der glücklichsten Taverne in der Stadt. Wie man so sagt, sogar die Kater nach unserem Wein bringen Glück. Okay, zeig mir erstmal deine Ware. Was gibt es heute im Menü? So, wir kaufen wieder alles ein an Karten. Zack. Ich danke dir. Bis bald. Schauen wir mal, was wir jetzt hier so haben. Gewinnt? Nein. Gewinnt Kartensatz. So, haben wir irgendwas Schickes dazu bekommen? Eigentlich hier mit den anderen Karten. Da haben wir noch nicht so krassen Scheiß bei den Scoia'tael, bei den Monstern. Reicht auch nicht. Kaiserreich Nilfgaard. Nee, wir müssen ein nördliches Königreich weiterspielen. Verzeihung. So. Ja, sieht jetzt nicht so krass aus. Ich würde trotzdem einfach versuchen, gegen sie zu spielen. Willkommen bei Zu den sieben Katzen. Wie man so sagt. Ja, ja. So. Ich hoffe mal. Ich will mit dir Karten spielen. Das war jetzt. Genauer gesagt. Das Ding rocken können. Karten würde ich noch so lassen. So, ich habe klirrende Kälte, Nahkampfkarten. Ich habe das Horn, sehr schön. Ich habe immer einmal Spion, auch sehr gut. Zweimal die Belagerung hier, das ist schön. Plus ihn ist cool.
habe aber auch dreimal Nahkampf. Sollte ich vielleicht... Nee, eigentlich nur zweimal. Ich könnte ja gucken, ob ich vielleicht... ob ich ihn getauscht bekomme. Okay, ist auch cool. Und dann lasse ich es einfach mal dabei. So, alles klar. Machen wir einfach das gleiche mal. Okay, sie scheint wirklich nicht krass drauf zu sein. Das ist wahrscheinlich einfach ein leichterer Gegner. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Soll ich es vielleicht dann erstmal dabei belassen und... Ich hole mir mal noch zwei Karten. Okay. Dann würde ich jetzt erstmal passen. Sie legt noch einen, okay. Warum? Von mir aus. Ach so, sie hatte sich noch zwei Karten geholt. Verstehe. Okay. Na ja, gut, aber ich habe ja zum Glück die Karte hier. So, dann gehe ich jetzt erstmal, würde ich sagen, auf Belagerung. Zack. Wehe, wenn die mich jetzt schon wieder fertig macht, ne? Extrem dichter Nebel ist in Ordnung. Ich leg erstmal das noch. Ach so, nee, das reicht ja noch gar nicht. So, dann lege ich vielleicht noch den Sultan. Ach, sie hat gepasst. Sie hat gepasst. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Sie hat ja gepasst. Ob ich jetzt die Wetterkarte einfach spiele? Weil dann verliere ich keine von denen hier. Ich spiele einfach mal die Wetterkarte. Oder? Sie hat eine Fernkampf-Wetterkarte verspielt. Das bedeutet, sie wird ja nicht noch eine haben. Ich habe noch zwei dafür. Keine Ahnung. Dann würde ich einfach diese Wetterkarte spielen. Dann ist sie auf 1 und dann habe ich gewonnen. Nein, ich Idiot. Ich Idiot. Das ist ja eine Heldenkarte. Oh, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Scheiße. Das war dumm. Das war sehr dumm. Das war richtig dumm. Dann... Nee, pass mal auf. Dann... Fernkampf kann ich nicht gehen. Nee, dann muss ich... Kann ich meine Belagerungskarte? Scheiße. Oh, das war so blöd. Das war so blöd von mir. Das war so blöd. Doch, dann lege ich die. Und suche mir dafür... den Taler. Den kenne ich aus dem ersten Teil. Nehmen dafür die. Ach, die spielt da gleich aus. Aber ist ja egal. Ist ja egal. So. Scheiße, ey. Fuck. So. Aber damit sind wir ja ganz gut. Oh ja. Okay. Damit sind wir gut aufgestellt, Freunde. Ich bin am Zug. Ja, fangen wir einfach mal damit an.
Okay, sie hat noch eine Karte gezogen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal hier die Reihe voll. Zack. Hat sie es nicht hier hingelegt? Ach so, die Karten sind aber dann davon auch nicht beeinflusst, ne? So, dann lege ich das jetzt mal hier hin. Bin ich bei 27? Sie hat halt noch 6 Karten, ne? Holy shit. Könnte sehr, sehr knapp werden, Freunde. Alter. Ich habe jetzt noch gar nicht nachgerechnet, aber ich glaube, das reicht nicht. Nee, 46, das wird nicht reichen. Nee. Scheiße. Warum sind die alle so gut? Warum sind die alle so gut, ey? Was haben die alle für krassen Scheiß? Ach, ärgerlich. Ärgerlich. Gegen wen soll ich denn aber noch spielen? Ich probier's noch. Es tut mir leid. Ich probier's noch mal. Ich will mit... Das kann doch nicht sein. Hab ich... Aber ich habe keine Heldenkarte, ne? Nee. Die wurde ja hier angezeigt. Scheiße, ey. Das gibt's doch nicht. Habe ich zu viele Karten im... Nee. Oh, das ist doch nicht wahr. Verbrennen ist geil. Ein Spion wäre noch cool. Ich habe zweimal die, das ist auch cool. Versuche ich die mal noch zu tauschen. Ja. Und ich glaube, so sind wir ganz gut aufgestellt. Ich habe zwar jetzt keine Wetterkarte, aber Wayne. So. Fangen wir mal damit an. Belagerung. Ich setze mal ihn. Dass sie immer ein besser ist. Ich setze mal die Verbrennkarte noch nicht ein. Warte, die wähle eine Karte aus seinem Shuffle. Spiel sie sofort aus. Mach mal das. So, und jetzt benutze ich mal das Verbrennen. Lege diese Karte nach dem Ausspielen ab. Entfernt die stärksten Karten beider Spieler. Ja gut, ich bin überall auf 5. Sind die da echt ausgenommen? Die sind ja wirklich durch gar nichts zu beeinflussen. Krass. Ich verstärke jetzt einfach mal die Reihe hier. Gibt's doch nicht, die ist immer ein besser. Die muss ich mir aufheben, dann muss ich die, muss ich das erstmal passen. Sie muss ja besser sein. Sie hat eine Karte weniger.
das war so klar, ey. Die legt natürlich... Ja, ich glaube, ich kann aufgeben, Freunde. Hat jetzt wieder Zeit in Anspruch genommen, es tut mir leid, aber ich verstehe es nicht, Freunde. Das ist irgendwie... Nee, keine Chance. Ich habe keine Karten mehr. Was ist denn eigentlich jetzt, wenn ich keine Karten mehr habe? Dann spielt sie einfach jetzt alle aus, ne? Oh, ich habe noch eine Karte. Ja, ich muss jetzt passen. Ach nein, ich hätte ja noch spielen können. Ja, aber sie ist eh besser. Okay. Ich weiß es nicht, Freunde. Es tut mir leid. Entweder ich bin wirklich, stell mich zu blöd an, oder die sind alle zu gut für mich. Ich weiß es nicht. So, da ist der Auftrag. Dann ride ich da aber erstmal hin. Aber ich reise nochmal hier hin. Freunde. Das ist schon mies, ey. So viele Niederlagen, aber... Müssen wir wohl heute auch wieder eine längere Folge machen. Schon wieder so viel Zeit verplempert. Ein Ort der Macht. Sehr schön. Jetzt sind wieder ein paar Punkte. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Wieder. Zack. So. Es ist schon krass, auch wie taktisch man in diesem Spiel vorgehen kann, ne? Du kannst dir Öl darauf packen, du kannst Bomben benutzen, du kannst dir ja vorher noch so eine Zeichenintensität holen bei so Orten der Macht. Du kannst die Talente genau darauf auslegen. Also wenn du das Spiel wirklich perfektionierst, dann kannst du wirklich... Wenn ihr die Götter liebt, lasst ihn nicht zu Atem kommen! Kannst du da richtig abrocken, ne? Aber dafür musst du dich halt auch mega reinfuchsen und dir alles durchlesen und so. Und das mag auch alles cool sein, ne? Aber Freunde, ich weiß gar nicht, wenn ich ein Spiel, also wenn ich nur The Witcher Let's Playen würde, dann würde ich das machen, aber bei so vielen Spielen parallel, ne? Und ich habe halt auch noch so viele Sachen nebenbei, ist das halt sehr schwierig, das so bis auf die Perfektion zu trainieren, ne? So, okay, jetzt haben wir das. Und würde ich sagen, machen wir hier mal. Beweg dich. Beweg dich. So, ein Neckar, den lasse ich mal jetzt aber necken. Ich muss mal wieder auf die Wege, nicht, dass ich hier einen Wegweiser übersehe. Irgendwie gibt es hier keine Wege, so richtig. Habe ich jetzt hier einen... Nee, habe ich nicht. Nee, hier gibt es auch keine Wege, also... Halt hier drüben wieder. Das sieht auch sehr schön aus hier, die Weinstöcke. Was geht hier vor? Heya, was geht hier vor? Ach, nur ein Hexer. Schöne Schafsweide. Ach, Junge, es ist so schön. Es ist so schön hier.
Gleich sind wir da. Oh, was haben wir hier Schönes noch? Grundig. Was ist denn das für eine Schönheit hier? Schöner Ort. Hallo. Zack, 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 zack. Vielen Dank. Schauen wir doch da mal rein. Warum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe? Schön. Hallo, hallo. So, das haben wir auch abgefrühstückt. Jetzt haben wir hier neue Fragezeichen, Freunde. Und hier auch. Oha. 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 Halleluja. Habe ich das einfach übersehen? Krass. Okay. Gut, dann laufen wir die mal von oben bis unten ab, würde ich sagen. Aber ich habe doch jetzt auch jede auf... Trags... Nee, hier. Boah, Freunde, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Es geht noch sowas von weiter. Krass. Okay, vielleicht können wir uns jetzt einfach... hier lang durchkämpfen, so bis dahin. Was sagt denn die Zeit? Wir sind schon bei 40 Minuten, Freunde. Also lange können wir nicht mehr machen, aber... Ich glaube, ich habe Fieber. Ärgerlich, kann ich aber jetzt gerade nichts tun. Komm, Plötze. Na los, na los. Entschuldigung. Oha, oha. Oh, oh Gott. Scheiße. Ja, vielleicht sollte ich hier noch nicht... hier sollte ich auf gar keinen Fall irgendetwas tun. Nein. Das lassen wir mal ganz schnell. Plötze, wo bist du denn, meine Kleine? Da drüben. Schnell weg. Okay, Freunde, ich glaube, dann hat sich das auch erstmal mit den Fragezeichen hier. Ich glaube, wir sollten vielleicht erstmal doch wieder nach Novigrad. Weil das ist ja auch... Obwohl, das könnte ich machen. Ich kann es mir ja erstmal anhören. Nee, der zarte Hauch des Bösen, da ist auch ein Totenkopf. Sollte ich vielleicht wirklich erstmal nach Novigrad weitermachen? Ich habe ja jetzt auch alles eingesammelt hier an Auftragstafeln und da mache ich erstmal hier Novigrad. Alter, guck dir das an hier. Hier haben wir richtig zu tun, Freunde. Ja. Machen wir so, Freunde. Ich mache erstmal nach Novigrad und dann geht's erstmal in der Stadt wieder weiter, weil ich glaube, ich hassen Sie auch, Bad Gern. Ich muss erstmal wieder ein bisschen leveln, Erfahrungspunkte sammeln und so. Pass bloß auf, tu nicht gut. Das hier ist Novigrad. Was hier los ist. So, ich flitz noch mal schnell rein. Und dann können wir vielleicht hier einfach weitermachen. Empfohlene Stufe 23. Besiege Archibald O'Neill. Machen wir da nächste Folge weiter, Freunde. Scheiße. Vielleicht finden wir da auch auf dem Weg ein paar Gewinnkarten. Ach, das ist doch eine kleine Prügelei. Ja, komm, da bin ich dabei. Ich erwarte vorbildliches Verhalten, Strolch. Siehst du das nicht? Hä? Wie muss ich denn hier reden? Mit dir? Buchmacher, ja. Ich heiße Geralt. Patty Gruber, Buchmacher. Du bist sicher hier, um zu kämpfen. Logisch. Kann losgehen, erzähl mir von den Kämpfen. Ach Quatsch, ich weiß doch Bescheid. 50, let's go. Ich bin bereit. Hört ihr? Endlich ein Kampf. Unser Meister Archibald O'Neill tritt gegen Geralt an. Kämpft! Na dann komm mal her, Junge. Oberkörper frei natürlich.
Zack, zack, zack. Fünf von ihnen sind. Sie haben die ganze Nacht lang dieser Hexe den Arsch gebürstet. Eine Woche später haben sie Pusteln gekriegt. Komm ran. Und noch eine Woche später sind sie am Fieber gestorben. Scheiße. Du wirst es nie lernen. Komm her. Bam, bam, bam. Na komm. Und rauf. Bam. 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 Komm her. Komm ran. Zeit ist zu bad. Zack. Und bam. Bam. Und rauf. Feierabend. So. Meine Damen und Herren, wir haben einen neuen Meister. Den Mann, der Archibald O'Neill entthront hat. Jawohl. Bravo, Geralt. Ein schöner Kampf. Ich will Meister von Novigrad werden. Gegen wen muss ich kämpfen? Dir stehen zwei weitere Lokalmeister zur Auswahl. Rambok und Mortimer, Hauptmann der Tempelwache. Einfallspinsel. Das macht... Wie läuft das Geschäft? Penner. So, Freunde, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, ja. Hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns nächste Folge wieder. Mal gucken, ich hoffe, ich finde noch ein paar Gewinnkarten. Macht es gut, bis morgen. Ciao.